Küster GmbH. Seit 2002 Ihr Partner aus Remscheid für alle Arbeiten rund um den Bau. 22 Mitarbeiter sind offen für all Ihre Fragen. Vom Straßen- und Wegebau über Abbrucharbeiten bis hin zum Trockenbau. Wir erledigen alles schnell, effizient und zuverlässig. Sie wollen Ihr persönliches Wunschbad? Bei unserer 3D-Planung richten wir uns ganz nach Ihren Vorstellungen. Das Ergebnis erleben Sie bequem auf dem Tablet oder Smartphone. Küster GmbH. Modern, zukunftsorientiert, innovativ. Wir sind im Sportbad am Stadtpark. Andreas Vieh, der SG Remscheid, bei mir. Die Deutsche Kurzbahnmeisterschaft sollte am Wochenende hier stattfinden, aber auch hier macht Corona einen Strich durch die Rechnung. Wie kurzfristig war die Entscheidung? Ja, die Entscheidung war nicht ganz so kurzfristig. Wir waren darauf vorbereitet, aufgrund der politischen Lage, die wir im Moment haben. Mit der Corona-Schutzverordnung vom 2.11. war dann die DKM gestrichen für uns. Aber man hatte im Vorhinein schon ein Hygienekonzept bearbeitet oder erarbeitet. Wie viele Menschen hätten dann hier Platz gefunden oder hätten teilnehmen können? Also wir hätten mehrere Slots geschwommen und es wären immer 60 Sportler zum Start da gewesen. Und roundabout 100 bis 120 Leute hätten wir dann in der Halle gehabt für den ganzen Rest auch. Jetzt ist die Veranstaltung natürlich nicht nur für den Verein an sich wichtig, sondern auch für die Sportler, denn es geht da auch tatsächlich um Qualifikationen, zum Beispiel auch für die Paralympics. Ja, absolut richtig. Für den Verein ist es halt ein herber Schlag in die Kasse. Wir verlieren einiges an Geldern durch die Absage. Und für die Sportler ist es noch viel, viel schlimmer. Die können keine Qualifikationen für, wie Sie schon sagten, Paralympics schwimmen oder halt deutsche Meister für Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Mal angenommen, jetzt wäre wieder die Möglichkeit dazu. Wie lange bräuchte man, um so eine Veranstaltung wieder auf die Beine stellen zu können? Ja, also wir bräuchten circa 6 Wochen, um so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Aber halt, es muss dann in den Kalender, in den Wettkampfkalender des Behindertensportverbandes und des Deutschen Schwimmverbandes passen. Ja, und wir gehen einmal weiter zu Stefan Schürmann. Du bist Pressesprecher von der Veranstaltung. Du verfolgst aber auch noch weitere Veranstaltungen in Remscheid. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, also zur DKM möchte ich eigentlich noch sagen, dass es sehr, sehr schade ist, dass diese Veranstaltung ausfällt, weil es fällt ein Highlight im Remscheider Sportkalender flach. Es ist sehr schade für die Aktiven, die natürlich keinen Wettkampf haben, keine Wettkampfpraxis bekommen. Es ist sehr, sehr schade für die SG Remscheid, der natürlich jede Menge finanzielle Einnahmen fehlen. So auch für die Gastronomen, denen an den Wettkampftagen, an den Abenden, wären die aktiven Betreuer mit Sicherheit in die Remscheider Gastronomie gegangen. Da fehlen Einnahmen. In den Hotels hätten die Leute übernachtet. Auch das fällt natürlich flach. Und ganz schade ist es natürlich um etliche Stunden ehrenamtliche, unentgeltliche Arbeit von ganz vielen Helfern, die diese Meisterschaften organisiert haben. Ja, wie viele Ehrenamtler wären da im Einsatz? Ja, so 30 bis 40 Ehrenamtler sind eigentlich an diesem DKM-Wochenende immer unterwegs. Und das ist natürlich großer Aufwand. So, die Ehrenamtler müssen aber motiviert werden für die nächsten Veranstaltungen, die dann hoffentlich stattfinden. Was sollte uns denn im nächsten Jahr erwarten? Ja, im nächsten Jahr hoffen wir natürlich, die DKM wieder zu bekommen. Vielleicht gibt es noch einen Ausweichtermin, aber da gibt es noch keine Wasserstandsmeldung vom Deutschen Behindertensportverband. Dadurch halten wir uns bedeckt. Aber Remscheid steht Gewehr bei Fuß und wäre dabei. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das also die Absage, auch Corona-bedingt, für die DKM hier in Remscheid.